Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Willkommen zu Frequent Traveler TV heute mit einer frisch gepressten Ausgabe, die auch früher gesendet wird als normal. Heute haben wir einige Themen für euch vorbereitet. Einmal geht es darum, dass ein Kind von der Vorderfrau mit ihren Haaren auf dem Monitor belästigt wurde und der Vater eine interessante Methode hatte, um das Problem zu lösen. Denn Discover Airlines, die haben Streik. Ja, das ist eine andere Baustelle bei der Lufthansa-Gruppe anscheinend, wo Kabine und Cockpit unzufrieden sind mit den Verhandlungen. Weiter haben wir ein Thema Geheimcodes. Warum ihr nicht an Bord eines Flugzeugs Philipp genannt werden möchtet. Vielleicht gilt das nur für British Airways, ich weiß es nicht. Wir haben dann auch nochmal aus dem ähm, Spiegelartikel andere Namen, die wir euch näher bringen die gut sind und die schlecht sind. Dann haben wir einen Netflix-Erfolg, der auf einer, ich glaube vor 51 Jahren war das, auf einem echten Unfall in den Anden beruht. Es geht um Kannibalismus und auch um einen Flugzeugabsturz. Ein, ein hartes Ding zu schauen. Die Bildzeitung titelt, man hätte Angst danach zu fliegen. Dann haben wir noch ein Thema für alle, die einen Starlines Gold-Status haben, warum der Heathrow Express, und das ist mir bei meinem London-Aufenthalt aufgefallen, doch einen Vorteil bringt. Alaska Airlines Boeing Max 9 fliegen, aber nur ganz, ganz kurz und auch nur ohne Passagiere. Gehen wir auch drauf. Ein. Dann seid ihr wieder gefragt aus zwei Gründen. Einmal natürlich, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch zu kommentieren und zu abonnieren. Denkt dran, die Kanalmitgliedschaft. Wichtig ist auch, dass ihr, wenn ihr auf der Banderole geschaut habt, heißt das Banderole auf der Bauchbinde, glaube ich, ist richtig. Ist es so, dass der Termin in Frankfurt leider von mir aufgrund von persönlichen Gründen nicht wahrgenommen werden kann, weil ich verreisen muss und zwar leider nicht nach Frankfurt, sondern nach Amerika. Äh, da werde ich zwei Tage in Dallas sein, aber es wird einen Nachholtermin für Frankfurt geben und ich habe am 24. Januar einen Terminausweich in München am Flughafen, also wer in München teilnehmen möchte, den äh, Link werde ich posten, werde ich auch fest tackern mit im äh, ersten Post und natürlich auch ganz wichtig für alle, die Frankfurt schon gebucht haben, ich habe euch vorher schon kontaktiert. Solltet ihr das nicht bekommen haben, kontaktiert mich oder wenn es im Spam-Ordner ist und so weiter, schauen wir, was wir machen. Es sind neue Leute, die kommen wollten. Also insofern, sorry dafür, aber da finden wir eine Lösung. Dann des Weiteren haben wir noch eine Mitteilung in eigener Sache. Und zwar ist die Sache so, wir haben einen... Zuschauer und zwar Sven. Ich weiß nicht, ob ihr euch äh, an Sven erinnert. Wenn ihr an Stammtischen wart, wart ihr auf jeden Fall ähm, dort auch mit Sven in Kontakt. Mit Sven haben wir Vereinung Passagier ist auch meine linke und rechte Hand äh, bei vielen vielen Dingen. Aber er ist wie vom Planeten verschluckt. Nachrichten kommen nicht mehr an. Telefone sind abgeschaltet. Und ähm, wer von euch in Berlin ist und eventuell da mir einen Gefallen tun kann, auch noch mal schauen kann. Ich hatte schon jemanden hingeschickt zum Kontrollieren, was bei ihm los ist, aber da haben wir leider keine Antwort bekommen. Äh, wenn ihr da äh, was wisst oder wenn ihr da in irgendeiner Art und Weise helfen könnt, wäre ich euch zur Dankbarkeit verpflichtet. Denn da er sich seit ähm, fast zehn Tagen nicht mehr gemeldet hat und sein Handy auch kein Lebenszeichen gibt, mache ich mir da durchaus Sorgen. Also, da gerne kontaktieren. Auf der Nummer oder auf allen euch bekannten Wegen erreichbar. Ja, jetzt zu einem etwas schöneren Thema. Und zwar ist das Thema Discover Airlines, was natürlich, wenn man es sich genau anguckt, auch nicht äh, so super schön ist, muss man ehrlicherweise sagen. Aber Discover Airlines hat wohl mit der Crew. Probleme, weil man da mit dem Tarifvertrag nicht weiterkommt. Gestern haben ja auch die Leute bei Brussels Airlines gestreikt. Zwei Drittel der Flüge sind ausgefallen. Ich habe heute wieder Flüge auf Flightradar von Brussels gesehen. Und äh, die Vereinigung Cockpit, aber die jetzt bei der Discover Airlines ähm, dort zuständig sind, haben ähnliches Problem, dass man bei den Piloten da nicht so viel Liebe bekommt für seine Vorschläge. Und zwar ist es so, dass die Beschlussfassung der Tarifkommission da vorliegt, äh, dass man kommende Woche dann eine Urabstimmung machen möchte und unter den Piloten dann schaut, inwieweit man dort dann startet. Die Urabstimmung unter Mitgliedern, die wird über ein Online-Tool gemacht. Und dieses Online-Tool wird uns dann verraten, ob es dort zu einem Streik kommt. Die Gewerkschaftsvereinigung Cockpit will auch einen, ähm, will auch einen ähm, ähm, Manteltarifvertrag machen, so heißt das Wort, äh, wie bei der Lufthansa ähnlich, heißt also, dass man dort dann tarifiert und äh, möchte damit halt wirklich, dass man die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeiten, die Ruhezeiten... Festlegt und natürlich auch einen Vergütungstarifvertrag. Ähm, beide haben sich dazu nicht wirklich geäußert, aber man möchte halt einfach mal gucken, äh, was da passiert. Es gab ja auch schon am 23. Dezember einen kurzen Warnsteig bei der Discover. Heißt also, es ist jetzt nicht so, dass das ähm, ganz so irgendwie unwahrscheinlich ist, was da gesagt wird. Des Weiteren kann man natürlich ehrlicherweise sagen, dass in der Kabine auch nicht alles tippitoppi ist. Denn ähm, Streiks beim Kaminpersonal sind auch kurz bzw. mittelfristig möglich, sagt die UFO. Also auch da gibt es keine weiteren Erfolge zu sehen. Also Discover Airlines eher im Moment mit Vorsicht, genau wie bei Brussels, dass die halt wirklich äh, in Streikmodus sind. Aber da sollte man auch gucken, was bei den Freunden von... Ähm, Lufthansa los ist, da sind ja auch irgendwie wieder so ein paar Sachen noch mal wieder im Argen. Auch hier können wir mal gucken, was dort passiert und ähm, wie es weitergeht. Hoffentlich wird man sich da einigen. Alaska Airlines, Alaska Airlines hat ja mit dem äh, Doorplug oder mit dem Türstopfen, wie das Ding heißt, ich finde den Griff leider immer noch zu geil. Ähm, Probleme gehabt und damit sind die Maschinen ja auch gegroundet gewesen. Aber man hat einige Flüge auf dem äh, Flight mit der 737 Max 9er gesehen und alle wundert sich, hm, was ist da passiert? 171 äh, Max 9er dürfen immer noch nicht abheben, aber warum sind die dann geflogen? Und zwar ist es so, allerdings sind das Flüge, die ohne Passagiere und auch ohne Cabin-Crew stattfinden, also wirklich nur Cockpit. Und die bringen die Flüge dann. Äh, zu großen Wartungsstandorten heißt es. Also das heißt, ähm, die Flugnummern kann man daran erkennen, weil sie vierstellig sind. Und äh, damit ist es so, dass man dort von ähm, Flugbesatzungen diese Flüge äh, die Flugzeuge überführen lässt, die auch speziell ausgebildet sind. Jetzt nicht unbedingt am Torplack, aber trotzdem eine weitergehende Ausbildung haben, dass man im Zweifelsfall mit solchen Fliegern fliegen darf. Und äh, wichtig ist, dass zum Beispiel die Fliege auch alle mit einer 9 beginnen und nicht nur vierstellig sind, sondern also AS 98 irgendwas. Ja. Kennen wir ja von Lufthansa auch, dass es dort auch diese vierstelligen Flüge gibt mit 9. Also insofern sind das dann alles die Flüge, haben wir ja auch gesehen bei der A380. Jetzt haben wir ein Thema, was. Ähm, der Spiegel gebracht hat und ich musste innerlich wirklich lachen, als ich das gelesen habe. Und ich zitiere euch, soll ich, oder soll ich euch das zeigen? Ich zeige euch das mal, damit ihr da nicht denkt, der bekloppte der Lars. Und zwar ist es hier so: guck mal, kriegen wir das ein bisschen größer hin? So, nee, das war das Falsche. Ähm, da müssen wir mal gucken. Kriegen wir das größer? Ich weiß, so, so wird es größer. So wird es größer. So, und zwar folgendes. Da ist es so, warum sie stutzig werden sollten, wenn man sie im Flieger Philipp nennt. Ähm, das hat mich dann dazu veranlasst, äh, zu sagen: Ja, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, das gucken wir uns mal genauer an äh, und fragen uns: mm, Philipp, mein Name ist doch Lars, warum will man mich denn Philip nennen? Oder Horst, oder Bob, oder Chirio bei der Verabschiedung. Und jetzt kommt's. Der Spiegel hat es. Äh, ähm, Zusammengefasst mit folgendem, dass es solche bekannten Floskeln gibt in allen Berufsgruppen. Es gibt auch Personalabteilungen, weil der Lufthansa hieß, so, hieß sowas ja RAL, so wie der äh, Farbcode. Welche Farbnummer habt ihr, RAL, so und so? Aber wenn man anstatt einem Senator, damals gab es ja auch keinen Hornzöcke, sondern Senator oder FTL oder whatever in dem Feld hatte, wo die drei Letter sind und RAL stand, dann stand das für Riesenarschloch. Das heißt also, jemand, der sich beim Check-In schon speziell bedient, äh, verhandelt, äh, benommen hat so und damit Behandlung verdient. Also quasi eine Warnung. Wir wissen ja auch, dass Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, wenn sie uns an der Tür begrüßen, nicht unbedingt nur die Welcome-Castler sind, sondern uns auch von oben nach unten anschauen, ob wir auf Alkohol, auf Drogen oder aber auch auf sonstigen Dingen sind, die sie quasi ähm, beachten sollten. Auch schauen sie nach, welche Passagiere im Notfall Helfer sein können. Also quasi nach Freunden im Zweifelsfall. Und so ist das dann, dass es äh, jetzt so ist, dass man natürlich ähm, dort solche Begriffe kommt. Ihr kennt das ja auch. Er hat sich stets bemüht, was er eigentlich heißt, vom Pippi. Aber wenn man der britischen Boulevardpresse glaubt, so schreibt es der Spiegel, dann ist es so, dass es auch diese Ver Co äh, diese Codes gibt bei Flugbegleitern und Flugbegleiterin. Und äh, die Sun hat sich da an Bord umgehört. Und ähm, es gibt doch Begriffe, die sowohl positiv sind als auch negativ. Und äh, wenn man von einem Philipp redet, ich denke, wir müssen es British aussprechen, Philip, Philip, ähm, dann steht das nämlich für einen Passagier. I would like to punch, also jemanden, den ich die Fresse hauen wollen würde, also, ähm, also einfach schlagen. Aber ich denke mal, dass dass ich die Fresse hauen eigentlich am besten trifft. Ähm, wenn man aber sagen möchte, man möchte kein ähm, Philipp sein, dann ist das halt so, dass man etwas falsch gemacht hat oder damit rechnet, den Rest des äh, Fluges einen schlechten Service zu bekommen. Also muss man gucken, dass man ein Bob wird. Und Bob steht für das Gegenteil, heißt also Best on Board, also bester Passagier an Bord. Und äh, es gibt auch angeblich da so eine Art Liste, dass man dort einen kürt auf jedem Flug. Und dieser wird dann auch mit dem überaus, ähm, ja, wie soll man es sagen, ähm, enthusiastischen Cheerio verabschiedet. <laughs> Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so nachvollziehbar. Aber nun gut, ähm, dann heißt es, dass man gern wiederkommen darf und dass man den F äh, Flug erfolgreich bestanden hat. Weiter geht das dann natürlich, wenn man ähm, hellhörig werden sollte, sollte man jedoch eine weitere Phrase, nämlich dann, wenn es um Hot Coffee geht, also heißer Kaffee. Ich weiß gar nicht, warum in deutschen Zeitungen immer alles auf Englisch geschrieben wird und dann auf Deutsch übersetzt wird. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass auf diesen ähm, so ist das bedeutet, dass auf diesem speziellen Sitz ein äußerst attraktiver Passagier sitzt. Also quasi hot in heiß. Ne? Ja, ähm man schreibt dort, dass es dort dann nicht um ein Heißgetränk geht, damit der gemeine Zuschauer auch äh, versteht, dass es nicht um was anderes geht. Ich persönlich bin da etwas irritiert, deshalb habe ich da die Frage des Tages, bist du ein Philipp? Ich könnte jetzt auch schreiben oder ein Bob, ähm, aber mir geht es eher um Philipp. Und die andere Frage ist, gibt es solche Codes? Also ich habe mal rumgefragt und ihr wisst ja, ich habe da ja ähm, relativ einfachen Zugriff auf Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen, die in meinem Netzwerk sind. Ehrlicherweise, ähm, sorry, da war nichts. Also die sagen, das stimmt nicht. Ich habe aber keinen gehabt, der bei British Airways war. Ich habe nur gefragt. Jemand, der für British Airways geflogen ist, allerdings von einem anderen An im Wett ließ, den war das auch nicht bekannt. Auch diese Rahlgeschichte mit Lufthansa kennen die meisten schon gar nicht mehr, weil das ist ja auch irgendwie 90er Jahre. Wir sind mittlerweile 2023, also es ist 30 Jahre her. Ähm, ich bin mal gespannt auf eure Antworten, was ihr dazu zu sagen habt und was ihr davon denkt. Also da wirklich nochmal in euch gehen. Ich selber gehe auch manchmal in mich und ich gucke auch Netflix. Ich bin kein großer Freund von Netflix. Ich finde andere äh, Dienstleistungen nicht Disney Plus oder so besser. Aber Hulu finde ich relativ cool. Oder weil die haben von ABC Shows. Das ist so mein, mein Ding. Und äh, das andere weiß ich von Paramount oder sowas. Das ist dann so mehr CBS und so. Aber es gibt dort einen Film und der nennt sich Schneegesellschaft. Und diese Schneegesellschaft, dieser Film, der in Wirklichkeit La Sociedad de la Nive heißt, also das heißt, es ist Spanisch ähm, ist der meistgestreamteste Inhalt, zumindest in Deutschland, und er beruht auf einer wahren Begebenheit aus 1972. Das ist ein Flugzeugunglück, und dann war ich ja nicht ganz falsch mit 51 ähm, oder 52 Jahren. Und zwar ging es um den Flug äh, 571, der in den Anden abgestürzt ist, und dieser Flug ist deshalb. So spannend, weil nicht nur an Bord die Rugby-Nationalmannschaft von Uruguay war, sondern dass diese zwei Monate lang um ihr Überleben gekämpft haben. Und dieses Kämpfen um das Überleben im Gebirge ist jetzt noch mal verfilmt worden. Ich glaube, es gab da schon andere Filme. Aber das, was da wirklich das ist, was mich auch immer wieder schockiert hat, wenn ich davon gelesen habe, ich habe auf YouTube Sachen gesehen, ich habe da auch drüber gelesen, viel. Dass die am Ende dann zu Kannibalen geworden sind, weil die Leute, die verstorben sind, die sind ja dann in dem Eis, sind die äh, konserviert worden und die haben sie dann gegessen, um nicht zu sterben. Und äh, jetzt kommt Spoiler: ähm, da solltet ihr jetzt aufpassen, ähm, wenn ihr jetzt nicht zuhören äh, wollt. Ich werde das auch noch mal markieren: ähm, 1636 äh, Spoiler-Alarm. Dann könnt ihr nämlich direkt zum nächsten äh, Teil weiterklicken. Es ist so, dass die natürlich dann gewartet haben, äh, weil sie nach 72 Tagen in Schnee und Eis auf 3800 Meter gefangen war, dass sie auch Hilfe holen konnten. Und das ist halt jetzt nicht so, dass man äh, wie heute einfach das Handy rauszückt und hofft, man hat empfangen oder wie mit meinem iPhone, dass man dort eine Satellitengeschichte hat. Deshalb da wirklich äh, musste man warten, bis man runtergehen konnte ins nächste Dorf. Und dann wurden die 16 Überlebenden äh, nach einem zehntägigen Marsch runter in irgendein Dorf in Chile wirklich ähm, gerettet. Und äh, wichtig daran ist halt wirklich zu sagen, dass das natürlich Extremsituationen sind. Und die Bildzeitung schreibt auch, dass man danach nicht mehr fliegen wird, wenn man die Geschichte liest. Ihr könnt ja auch schreiben, ob ihr danach nicht mehr fliegen wollt. Ich finde es aber immer wieder spannend, wenn Geschichten da sind, auch wenn es solche harten Stoffe sind, die einer Realitätsnähe äh, haben. Es gibt da auch Berichte von Überlebenden die heute noch dazu was sagen, auch gerade im Rahmen der Netflix-Geschichte. Ich bin mal gespannt, was da ist. Auf jeden Fall ist der Film ab 16 Jahren in Deutschland freigegeben und es ist der Beitrag von Spanien für die Oscar-Verleihung 2024. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt unten, was ihr davon haltet und ähm, eure Meinung zählt. Ich bin mal gespannt und ich würde dann gerne auch nochmal ähm, mit euch darüber diskutieren. Am Stammtisch, 24. Januar, München. Flughafen. Ja, damit haben wir das Thema jetzt abgearbeitet, und jetzt kommen wir zu einer nächsten äh, kuriosen Geschichte, und zwar der Titel davon ist Der Vater hilft oder beziehungsweise der Vater hilft Tochter bei einer Haarattacke auf ihren Bildschirm. Ich habe euch da mal ein paar Bilder vorbereitet, und äh, da seht ihr das ja auch schon. Da geht es aber den Sitz der Schwerde Pferdeschwanz hängt drüber oder eine Geschichte, die ich noch krasser finde, die hier in meinen Augen noch mal wesentlich krasser ist. Das ist diese Haarpracht dann drüber. So, was also passiert ist, ist Folgendes: Ihr seht, wenn da ein Monitor gewesen wäre, könnte man das gar nicht sehen. Und die Tochter konnte halt ihren Film nicht gucken, weil die Passagierin ihre Haare drüber hatte. Daraufhin hat man die Passagierin angesprochen, gebeten Kannst du deine Haare wegnehmen? Hat sie gemacht. 15 Minuten später waren die Haare wieder da. Dann hat man den Flugbegleiter geholt. Flugbegleiter hat gesagt Hier, kannst du mal gucken? Hat ähm, die Flugbegleiterin gesprochen, hat die Haare weggenommen, waren sie aber kurzzeitig später wieder da. Dann ähm, kann man natürlich überlegen Wir haben hier jetzt alles gemacht. Wir haben gesprochen. Wir haben so kann man soll man am Haar ziehen, sollen wir da? Kaugummi reinnehmen, soll man den Kaffee nehmen und da irgendwie das als Dip nehmen oder aber, ihr wisst ja, man könnte ja auch zum Beispiel einfach nur <laughs> drauf husten, so nach dem Motto, man tut so, als ob man husten hätte, ohne dass man es wirklich tut. Also abschneiden, all solche Sachen kann man natürlich vorstellen, würde ich aber nicht empfehlen, ist im Flugzeug alles ein bisschen problematisch. Also ist es so, dass ähm, der Vater, als die Tochter aufgestanden ist, auf, um auf die Toilette zu gehen, sich dann auf den Sitzplatz hinter die Dame gesetzt hat. Die Tochter zurückgekommen ist, die Tochter dann gesagt hat, oh, warum muss ich denn jetzt da mich hinsetzen? Und ähm, dann hat der äh, Vater gesagt, ja, er wollte jetzt einfach nur sich die Haare anschauen und er findet die Haare, ähm, ja, ich denke es jetzt mal ähm, erregend. Das fand die Dame dann so creepy, was es auch ist, ehrlicherweise, dass sie die Haare weggenommen hat, sich den Hoodie über den Kopf gezogen hat, dass man es nicht mehr gesehen hat. Und die Tochter hat es Gott sei Dank nicht so ganz verstanden, wie es in dem Artikel hieß. Aber die Frage ist: Muss man zu solchen Mitteln greifen, äh, wenn die Leute vor einem ignorant sind? Das ist halt etwas, was in meinen Augen durchaus hätte auch anders gelöst werden können und sollen von der Passagierin. Ich selber habe ja, wie ihr seht, frischen haar Meine Haare hängen nicht da. Und ihr wisst ja, laut alter Bundeswehrorder, Haare dürfen nicht auf dem Kragen aufliegen. Und äh, damit habe ich das Problem nicht. Aber ich bin gespannt auf eure Aussagen und was ihr davon haltet und denkt. Jetzt um 21.30 Uhr in die Sendung. Die Sendung hat ja wieder länger gedauert, als ich es erwartet habe. Ist es so. Dass ihr natürlich noch mal einen geilen Service kriegt von mir und zwar ich war ja in London und hier geben wir euch das Bild. Da seht ihr das ja auch. Das ist der London Heathrow Express und zwar ist der London Heathrow Express eine schnelle Möglichkeit äh, nach ähm, London reinzufahren und zwar von Heathrow Airport nach Paddington Station. Und wenn man sich das Ganze anschaut, ist es ja so: 15 Minuten geile Fahrt, Business Class ist ja okay. Aber man kann, wenn man die Starlines Goldkarte hat, einfach nur durch Vorzeigen der Goldkarte in der First Class sitzen. Nennt sich dann Business First Class. Und damit macht sich die Fahrt natürlich wesentlich besser und billiger. Ähm, ich habe den Preis jetzt leider nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur noch, dass der Uber 60 Dollar Pfund gekostet hat. Aber das war wesentlich äh, besser und vor allem auch schneller, wenn man das überlegt. Aber ihr könnt natürlich mal gucken, ähm, wenn ihr in London seid, dass das eine interessante Möglichkeit ist, um nach Paddington zu Kommen. Ich hatte das öfters schon gesagt. Ich weiß, wenn ihr das wisst, super. Wenn ihr es nicht wusstet, schreibt rein. Danke. Und äh, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch die Frage des Tages zu beantworten. Und nochmal der Hinweis an euch, um hier den Kollegen Sven nochmal, wer in Berlin ist und Zeit hätte, da was äh, zu schauen, wie es ihm geht, wäre ich dankbar und da würde ich mich freuen. Also bis äh, morgen zur nächsten Sendung wieder bei Frequent Traveler TV. Und ich hoffe, dass ihr euch benehmt. Also bis dann und der Abspann. Ciao, jetzt hier.